Yo, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Auf jeden Fall hat uns eine traurige Nachricht erreicht, denn Mr. Wixer soll an einem Herzinfarkt gestorben sein. Wenn das Ganze stimmt, auf jeden Fall mein Beileid und Rest in Peace. Aber was mich ein wenig stutzig gemacht hat, ist auf jeden Fall, dass sein Kumpel, wenn jemand auf den Instagram-Account geht, zwei Leute markiert hat. Zum einen Mr. Wixer und ja, zum anderen dein Update. Ich meine, klingt schon heftig nach einem Promo-Move. Also wenn es ein Promo-Move sein soll, ist schon echt eklig. Ich denke auf jeden Fall nicht, dass es ein Promo-Move ist, weil das wäre schon eine Nummer zu heftig. Stell mir aber auf jeden Fall die Frage, wieso man auf so einem Beitrag dein Update markiert, dass das Reichweite kriegt, dass jeder davon mitbekommt. Ich weiß nicht, kommt halt so rüber. An sich auf jeden Fall dann mein Beileid für die Familie. Ist schon heftig und mit knapp 30 an einem Herzinfarkt zu sterben, ist schon. Zu Mr. Wixer kann ich nichts sagen, ich habe ihn nie gefeiert oder so. Er hatte auf jeden Fall gut Humor. Ja, und hat es einige Male auch definitiv übertrieben. Ich denke, wenn das Ganze aber ein Promo-Move sein sollte, macht er seinem Namen auf jeden Fall alle Ehre. Wie gesagt, aber das denke ich nicht, weil das wäre echt zu heftig. Ja, wie gesagt, an die Familie auf jeden Fall mein Beileid. Und ja, krasse Meldung. Deswegen, Leute, lebt auf jeden Fall euren Tag, als ob es euer letzter wäre. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon mit dem Video, ein relativ kurzes Video. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall noch sagen. Und in diesem Sinne war es das eigentlich auch schon. In nächster Zeit kommen noch einige Videos. Ich habe einiges geplant. Mal schauen, ob ich das alles abdrehen kann. Hab dazu noch keine Zeit gefunden, aber es werden einige Videos folgen. In diesem Sinne, abonniert diesen YouTube-Kanal, wenn euch das Video gefallen hat, und folgt mir auf Instagram. Peace.